Herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus dem gewerteten Gefecht der Saison. Diesmal spiele ich die Booster, Stufe 10, amerikanischer leichter Kreuzer. Und auf jeden Fall auch einer meiner Schiffe, die ich am liebsten spiele. Bis jetzt spiele ich, habe ich eigentlich nur Conqueror und Booster und ein Spiel in der Sao gespielt und laufe damit eigentlich ziemlich gut diese Saison. Deswegen bleibe ich dabei und werde das noch etwas weiterführen. Okay, wir spielen hier auf der Karte Gefahrenherd. Wenn man sich die Aufstellung ansieht, sieht man, das ist relativ ausgeglichen. Wir haben eine Des Moines, die haben eine Worcester, eine Minotaur, dann noch Hindenburg, Sau. Also es ist relativ gleich. Sie haben noch eine Young und wir haben eine Z52. Yamato, Yamato, Republik, Yamato. Also alles okay, nichts Dramatisches. So, mein Ziel ist es jetzt hier, also es gibt hier zwei Möglichkeiten mit der Booster, wenn man das Schiff einigermaßen gut spielen kann. Erstens 1-2er-Linie, quasi hier so eine Art Frühwarnsystem, falls hier der Gegner irgendwie über die 1-2er-Linie pushen sollte. Man hat mit 9,5 Kilometern das zweitbeste Sichtbarkeitswert unter den Kreuzern, nur die Minotaur ist noch besser. Und man kann das hier auf jeden Fall erstmal aufdecken und sehen. Also man hat sogar eine bessere Sichtbarkeit als eine Sau zum Beispiel. 200 Meter zwar nur, aber trotzdem. Das heißt, man sieht frühzeitig genug, wenn hier was passiert, kann die auch noch ein bisschen kiten. Also dieses Ausweichspiel, was man mit dem Kreuzer macht, da ist die Booster sogar gar nicht so schlecht drin. Ne? Man kann sie natürlich stationär spielen, aber den Schaden pro Minute, die dieses Schiff raushaut, ist natürlich enorm. Und 1 gegen 1 gegen jeden Cruiser solltet ihr eigentlich gewinnen. Vielleicht nicht gegen eine Minotaur, das kommt dann drauf an, oder gegen eine Des Moines. Des Moines wollt ihr nicht also auf den wollt ihr dann nicht zufahren, sondern da wollt ihr eher wegfahren, wenn ihr gegen eine Des Moines spielt oder eine Minotaur oder so. Ansonsten könnt ihr super aggro gegen Hindenburgs, gegen Saus oder so spielen. Das ist überhaupt kein großes Problem. Die zweite Möglichkeit ist irgendwo unterhalb vom C-Cap, um Radarreichweite über das C-Cap zu haben. Wir haben ja auch noch das super Radar von 9,9 Kilometer, genauso wie die Des Moines. Aber wir sind halt noch weniger sichtbar. Das heißt, macht es noch besser. Habt dann noch Zugang zu Hydroakustik und noch defensiven Flakfeuer. Also ihr seid super ausgerüstet mit allem Möglichen. Selbst wenn jetzt ein Flugzeugträger im Spiel wäre, ist das natürlich auch noch super. Ihr habt auch noch eine gute Luftabwehr und ihr habt auch noch den Zugang zu dem Verbrauchsmaterial. Also dieses Schiff ist einfach ein Monster momentan. Und ich sehe eigentlich kein Schiff, was es hart countert, außer Schlachtschiffen, und es ist gezwungen, komplett in der offen, im Offenen rumzufahren. Dann schon, aber ansonsten nicht. Frag ich euch vielleicht, warum ich jetzt Hydroakustik ranmache. Relativ einfach, weil hier oben der Zerstörer vom Gegner meistens auch diesen Weg fährt. Also wer jetzt Klanggefechte geguckt hat und gespielt hat, der weiß, dass wenn ein Zerstörer hier oben reinfährt, dann wird er hier nochmal Torpedos rauslassen. Das heißt, darauf warte ich und oder die erwarte ich, und mit dem Hydroakustik sehe ich die natürlich ein bisschen früher. Vor allem bei der Yu Yang, deren Torpedos man ja fast gar nicht sieht. Und von daher, ja. Mein Team ist immer noch gerade so ein bisschen dabei, sich zu finden, aber scheint eigentlich noch zu passen, so im Großen und Ganzen. So, jetzt fahre ich hier gleich ein bisschen aggressiver. Wie gesagt, ich kann meinen Sichtbarkeitswert relativ gut nutzen. Ja, der Z, habe ich gesagt, setze ich hinter diese Insel. Die ist relativ sicher zum Einnehmen und gilt übrigens für die Insel hier unten. Die ist nur gefährdet, wenn der Gegner hier runter pusht oder über die Flanke, über die 9-10er-Linie. Genau das gleiche wie mit dieser Insel hier oben. Die ist auch ziemlich sicher von hier unten. Ich glaube, eine Wuster von hier unten könnte vielleicht ein Schiff dahinter treffen, aber dann ist man halt auch ziemlich außerhalb einer guten Position, meiner Meinung nach. Von daher, ja. Okay, so. Unser Zerstörer scheint der erste im Cap zu sein. Das ist gut. So, und dann, sobald ich jetzt hier bin, drehe ich dann rein und versuche vor der Insel irgendwo hier in diesem Bereich zu arbeiten. Weil ihr habt ja auch noch diese guten, wie nennt man das, Bogenlampen von Geschossen, die relativ gut über Inseln drüber schießen können. Das heißt, es ist halt prädestiniert dafür. So, was jetzt unser Zerstörer macht, das kann ich nicht empfehlen. Er fährt halt weiter hoch. Und das ist halt eigentlich absoluter Selbstmord, wenn ich ehrlich bin. Das bringt überhaupt nichts. Wenn er hier unten sitzen würde, Hydroakustik ist ja immer noch eine Z52, nutzen würde, kann er immer noch hier oben alles aufmachen.
So, und da ist auch schon das Problem. Der Gegner kommt in C, kommt nach C rein. Also ist auf jeden Fall schon mal, ja, da ist auf jeden Fall was drin. So, Minotaur, Yuyang. Da oben ist noch eine Hindenburg. Super. Und noch eine Booster. So, das sind jetzt drei Schiffe. Und ich bin hier alleine mit einer Hindenburg. Und okay, unsere Yamato hat noch Schüsse darüber. So, ich kann jetzt natürlich nicht reinfahren. Das ist kein Weg. Also muss ich irgendwie versuchen, Schüsse auf die zu kriegen, um irgendwie meinen Zerstörer da zu retten. Nach der Position, wo er sich da hingebracht hat. Das Gute ist, es ist alles aufgedeckt durch das Hydroakustik. Ich habe auch noch mein Radar zur Verfügung, falls unser Zerstörer draufgehen sollte. So, natürlich werde ich erstmal den Zerstörer versuchen rauszunehmen. So, ich merke, ich kann hier nicht mehr so viel schießen. Das heißt, ich muss mich hier umpositionieren. Und ich weiß nicht, was für ein Höllenritter dieser Zerstörer durchmacht, aber das war auf jeden Fall, macht das nicht. Das geht in 90% der Fälle absolut in die Hose. Der Grund, warum das hier nicht in die Hose geht, ist mehrheitlich, weil ich weiß, was ich tue und mich dementsprechend umpositioniere. Ja, also ich habe mich jetzt hier runter bewegt. Und jetzt versuche ich den Gegner mit Zerstörer rauszunehmen. Das sieht ganz gut aus. Noch einen Volley, maybe vielleicht noch einen und dann sollte es genug sein, aber ich nehme es auch so hin. So, die Minotaur hat sich da, ja, ist da gestrandet. Wenn er jetzt unsichtbar werden würde, würde ich ihn sofort radaren, damit unsere Yamato hier unten Freizeitenschüsse hat. Aber scheint immer noch vom Hydroakustik, der Z52 aufgedeckt zu sein. Der immer noch. Er spielt natürlich jetzt ist natürlich jetzt, wo die erste Gefahr ist, weg ist, alles okay. Er kann sich dann jetzt halt hinter die Insel setzen, also jetzt immer irgendwie die Insel dazwischen bringen. Und jetzt kommt natürlich noch eine Booster und noch eine Hindenburg rein. Also ich meine, hier ist hier richtig, richtig Action gerade. So, also muss ich eine Position finden, wo ich dann irgendwie genügend Schaden auf denen mache. Und es ist halt echt nicht so schön. Also ich will halt nicht gegen beide gleichzeitig machen. Ich könnte theoretisch auch reinfahren, aber ich mach's lieber so. Hab jetzt mein Radar genutzt, weil irgendwie das Hydroakustik ausgefallen ist oder ausgelaufen ist von der Z52. Was ich jetzt mache, ist vielleicht nicht ganz zu empfehlen, aber ich will halt so viel. Also ich zeige jetzt voll Breitseite. Aber ich will halt die Hindenburg da wegkriegen. Ihr seht den Schaden, den ich auf dem Ding auspumpe. 3, 4K Salven. Je nachdem, wo ich treffe, also mit dem. Er wird da halt keinen Spaß mehr haben. Jetzt ist auch noch ein Kreuzfeuer von der Yamato hier. Sollte eigentlich auch kein großes Problem sein. Ich kann sie zum Glück hier einfach farmen. Ja, Yamato nimmt ihn raus. Alles gut. Und wir haben mehr oder minder unsere Z52 gerettet. Die Booster ist halt noch hier. Aber das war's dann auch. So, jetzt fahre ich rückwärts hier rein. Hab's Hydroakustik an. Falls er irgendwie hier in diesem Bereich sein soll, dann macht mein Hydroakustik das ihn auf. Und ja, also ehrlich gesagt, ich bin jetzt eigentlich dankbar, dass wir noch die Yamato hier in der richtigen Position hatten, weil das war ja übelst. Das hätte so in die Hose gehen können, was der hier gemacht hat. Normalerweise, wie ich gesagt habe, 90% der Fälle, 90% ungelogen, geht das nicht gut aus. Absolut nicht. Hier oben hatten wir auch noch so einen kleinen Push am Laufen. Die sollten die hier einfach beschäftigen. Die haben die gegnerische Sau rausgenommen. Das war auch ziemlich gut. Ja, und jetzt sind deren zwei Yamatos doch ein bisschen im Trouble. Aber jetzt gucken wir uns den Punktestand an. Wir haben zwei Eroberungspunkte. Also wir werden das hier auf jeden Fall gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder ich weiß es sogar. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Zerstörer seid, bleibt hier sicher hinter dieser Insel. Zur Not fahrt auch raus. Vor allem das Gute ist, ihr könnt halt hier auch schnell wieder rausfahren, falls nötig. Ja, Booster aufgedeckt. Ich will mich jetzt hier nicht volle Breitseite fahren. Ich lasse ihn lieber Breitseite fahren. Ja, irgendwie hat er meine Türme da ziemlich kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Okay, jetzt zeige ich ein bisschen Breitseite, weil jetzt muss er jetzt sich reinwinkeln. Jetzt kann ich wieder meine Schosse auf ihn richten. Ja, selbst blöd habe ich mich ein bisschen zu sehr rausbeschleunigt.
Aber sollte kein Problem sein, irgendjemand wird die dann killen, wenn es Z ist oder sowas, einfach im Nebel schnell oder so oder per Torpedos. Der ist auf jeden Fall auch verdammt und wird hier nichts mehr machen. Ja, was kann man dazu sagen? Extrem stressiges Spiel hier. Das war schon ziemlich krank, muss ich sagen. Jetzt, Torpedo, also hier direkt insofern, aber jetzt alles gut. Ja, der Typ war hier ein bisschen passiv, aber war okay. Hat die Reichweite gehabt, auch die Schüsse. Ja, wir nehmen noch eine Yamato raus und dann war es das hier. Alles gut gegangen, aber wie gesagt, wenn ihr Zerstörer seid, macht nicht so ein Ding. Macht einfach nicht so ein Ding. Ihr bringt mich nur um. Ich habe da fast einen Herzkasper gekriegt, nachdem ich gesehen habe, was da alles auf uns zukommt und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es alles gut gelaufen. Gut, dieses schnelle Gefecht, aber interessante, denke ich, wollte ich mal mit euch teilen. Wenn ihr es gut fandet, hinterlasst mal ein Like. Wenn ihr den Content gerade mal zum ersten Mal seht und ihr mögt das, was ich tue, würde ich mich über ein Abonnement freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei den gewerteten Gefechten. Ciao, ciao.